Nach den schweren Monsununwettern im Süden und Westen Indiens ist die Zahl der Toten auf mehr als 150 gestiegen. Am schwersten betroffen war der südliche Bundesstaat Kerala mit mindestens 60 Toten. Rettungsteams suchten am Sonntag weiter nach Menschen in Not. Mindestens 5 oder 6 Tage hat das gedauert. Alle steckten im Hochwasser fest, auch die Tiere. Die Menschen haben viele Probleme. Das Wasser kam aus allen Richtungen und ist in die Häuser geflossen. Für die Landwirtschaft sind die Niederschläge zwar lebenswichtig, sie richten aber auch immer wieder große Schäden an. Flutschäden wurden auch aus anderen Staaten gemeldet, darunter Madhya Pradesh, Tamil Nadu, Goa und Andhra Pradesh. Insgesamt waren über 1 Million Menschen von den Folgen der Unwetter betroffen.